Lieber ADAC, wenn ich mal eine Panne habe mit dem Fahrschulfahrzeug, und das kommt wirklich äußerst selten vor, und man ruft denn beim ADAC an, kann man eigentlich erwarten, dass man eine kompetente Person am anderen Ende der Leitung hat, die auch ein bisschen versteht, wo man letztendlich mit seinem Fahrzeug, was eine Panne hat, steht. Ich habe jetzt beim ADAC angerufen und ich muss das einfach mal jetzt hier posten. Weil, also, ich habe beim ADAC angerufen, weil ich habe mit dem Fahrschulfahrzeug eine Panne, kann ja mal passieren, springt nicht an, ich gehe mal von aus, Batterie ist leer. Ich habe der guten Dame am ADAC-Telefon jetzt 12 Minuten versucht zu erklären, wo ich stehe. Und zwar hier, wo ich immer stehe, Neusser Straße Gürtel, auf dem Parkplatz beim Bezirksamt. Und sie hat es nicht geschafft, diese Adresse zu finden und einzugeben. Nachher war auf einmal das Gespräch weg. Ich denke mir mal, die hatte keinen Bock mehr. Naja, ich habe ja eine ADAC-App und habe jetzt eben halt den Schaden online per App gemeldet und hoffe, dass jetzt einer kommt, der mich mal schnell überbrückt. Ansonsten, lieber ADAC, Werbung ist dieses Video hier leider nicht. Also, wenn ihr doch da Leute hinsetzt, dann setzt doch Leute dahin, ja vielleicht, die auch der deutschen Sprache etwas mächtig sind und die wissen, was sie machen. In diesem Sinne, euer Herr TikTok-Fahrlehrer.